Langsam kommen die dicken Spiele Spiel hier, ne? Neu. Tiere. Was kommt denn jetzt bitte? Eines Tieres gezeigt, das sie möglichst genau benennen sollen. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Dazu kommt man mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben, aus denen man innerhalb von 5 Sekunden wählen muss. Hat der Spieler richtig geraten, bekommt er einen Punkt. Mit 7 Punkten gewinnt man das Spiel. Europäische Kurzhaar, Bengal. Ach du Scheiße. Ich hätte jetzt gesagt Katze. Das Spielprinzip ist recht Katze. Einfach. Jetzt Katzenrad. Ich zeige ein Tierfoto und ihr sagt mir, um welches Tier es sich handelt. Ja, genau. Oberbegriff reicht hier nicht. Hund, Vogel, Katze, reicht nicht. Sondern was für ein Hund, was für ein Vogel, was für eine Katze. Wer buzzert, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort auszuwählen. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt. Bei falscher euer Gegner. Gewonnen hat wer zuerst 7 Punkte erreicht. Fertig? Los. Ja. So, konzentriert euch, es geht los. Ist das so ein... Mal gucken. Ist das... Und die korrekte Antwort ist... Waschbär. Ich dachte, da stehen jetzt 4 Tiere oder so, aber... Uiuiui, okay. Sensationell gut, obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ein Waschbär. Ich mag Tiere. Ja, wenn Sie jetzt erst zuschalten, meine Damen und Herren, dann wundern Sie sich nicht. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Ja, das ist doch hier, das ist... Ist das nicht eine Vogelspinne? Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Riesenkrabbenspinne. Natürlich. Das ist ganz falsch. Riesenkrabbenspinne. Was? Echt jetzt? Wer kennt sie nicht? Die Riesenkrabbenspinne. Es geht weiter. Es wird spannend. Kenn ich. Das ist doch hier... Scheiße. Und nee. Die korrekte Antwort Nein. ist Greyhound. Nein. Das war leider nicht die richtige Antwort. Ich dachte, das wäre es jetzt. Achtung, es geht weiter. Ja, das ist hier Frivilli. Das weiß man. Hier ein Orca ist das doch, oder? Dann lösen wir mal auf. Orca. Stimmt. Ich bin richtig stolz auf mich. Ja. Nächste Frage bitte. Vogel. Yvonne, drück doch mal. Ah. Und die korrekte Antwort ist... Ein Emu wird's nicht sein, ne? Yvonne sagt Emu. Knapp daneben. Schade. Ich dachte, ich krieg das hin. Ja. So, Yvonne ist ein... Dann machen wir mal weiter. Nicht so hart halten. Das ist ein Rabe. Hier ein Ara oder ein Ara oder ein Richtig ist Kolkrabe. Tut mir leid, das ist nicht richtig. Verflucht. Ich hab's auch noch gesagt, ne? Ich hab's eigentlich auch noch Wollt gesagt. Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Schlange. Natter. Ach,
hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Das ist... eine Ringelnatter. Die richtige Antwort wäre Königspython. Königspython. Hat die Yvonne das gesagt? Das war richtig. Gibt doch bei allem eine Taktik. Ah, mit Schlangen kennt sie sich aus, die Yvonne. Manche von diesen Tieren habe ich noch nie gesehen. Nächste Frage, bitte. Das ist, Regenwurm. Aber welche Art Regenwurm? Regenwurm. Das wäre es jetzt noch. So. Ich bin richtig stolz auf mich. Südeuropäischer Zwergregenwurm. Map falsch. Nächste Frage bitte. Speikobra. Ich hab nicht gedrückt. Leider, die Zeit ist aus. Punkt verloren. Oh nein! Ich wüsste jetzt nicht alle Namen dieser Tiere. Aber ich wäre eh auf die Königskobra gegangen. Das ist, ein afrikanischer Elefant, ist doch klar. Ein Sumatra-Nashorn, ein Nilpferd, Breitmaul-Nashorn, ein Sumatra-Nashorn, komm. Spitzmaul-Nashorn, was gibt's denn hier noch alles? Panzer-Nashorn? Och, wollt ihr mich denn verarschen? Nashorn hätte ich jetzt... ganz falsch. So ein blödes Spiel. Alter. Sieh mal eine an, das hätte jetzt auch anders sein können. Langsam kommen wir in die Phase, wo man Fehler machen kann. So, passt gut auf. In der Phase bin ich schon lange. Noch nie gesehen. Könnte alles sein. Von Regenwurm bis Känguru. Dackel. Die richtige Antwort wäre Baumkänguru. Leider daneben. Das war jetzt mies. Von Regenwurm bis Känguru. Baumkänguru, natürlich. Eine neue Runde beginnt. Wie viel steht's denn? Ah. Ein Fuchs. So, jetzt will er wahrscheinlich wissen, was ist das für ein Fuchs? Das ist der Fuchs von Als die Tiere den Wald verließen. Fuchs. Die richtige ist wahrscheinlich Antwort lautet, ein Rothund. Fuchs. Aha. Super. So, wow, da reicht natürlich wieder Fuchs. Reicht. Nächste Frage bitte. Das ist doch hier so ein wie heißen die? Und die korrekte Antwort ist Hecht. Ein Hecht. Hier Kaviar. Die Antwort war falsch. Ich dachte, das ist einfacher. Nein. Du hast gewonnen. Wollt ihr den Zwischenstand sehen? Ich denke ja. Ich habe drauf gedrückt und wusste. Jetzt nur nicht übermütig werden, Yvonne. Aber in der Theorie die richtige Antwort. Das ist mies. Das ist. Spiel 10. Yvonne. Vögel von Hanoi. Du machst mich fertig. Was ist das denn jetzt schon wieder? Spieler müssen einen Turm aus mehreren Scheiben von ganz links über ein. Es darf nie eine größere Scheibe auf einer kleineren liegen. Eine kurze Einführung in das Spiel. Ihr müsst den Turm von ganz links nach ganz rechts auf den blauen Stift versetzen.
Dabei dürft ihr immer nur eine Scheibe gleichzeitig bewegen und es darf nie eine größere Scheibe auf einer kleineren liegen. Wer das zuerst schafft, gewinnt das Spiel. Und los geht's! Zeit läuft schon. Ja, ich muss ja so machen. Nein. Es darf keine größere auf eine kleineren liegen. Nein. Die sieht ja jetzt, was ich mache, ne? Dann kann ich es ja einfach nachbauen. Die Yvonne. Ey, sag mir nicht, das Schwarze ist ja auch noch eine Scheibe, ne? Oh Gott. Ich dachte ernsthaft, das Schwarze ist keine Scheibe. Fuck. Wie soll ich das denn jetzt bitte noch retten? Rein theoretisch können wir aufgeben. Oh Gott. Oh, sowas nervt mich jetzt, ne? Bin schon lange durch sein können. Das war dumm. Das war dumm. Wieso ist denn das auch eine Scheiß-Fucking... Schwarze Scheibe. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Nee. Bin ich doof? Ich habe mich total verbaut. Super, das bringt mir mega viel, ne? Alles wegen der scheiß schwarzen Scheibe. Kackspiel. Alle vor Monitor jetzt so. Oh, Trottel. Scheiße. Scheiße. Nur so gut, wie du dich fühlst. So, jetzt wird gewechselt. Du bist dran. Ich hatte gedacht, dieser schwarze Kreis ist diese Markierung, dass es von dem zum und aber und dann irgendwann habe ich so realisiert, das Schwarze ist eine Scheibe. Scheiße.
Sag mal. Guckt euch mal Yvonnes Mundpartie an. Das ist doch nicht Yvonne. Das ist doch Bruce Dunnell oder so. Das ist doch nicht Yvonne, die da gerade spielt. Wir werden verarscht. Also wenn die gute Yvonne so weitermacht, dann schafft die das aber auch nicht. Ach doch, scheiße jetzt. Vielleicht ist es aber auch nur mein Monitor, der gerade ein bisschen dunkel eingestellt ist. Also sollte das jetzt nicht Bruce Dunnell sein, dann... Ja, guck mal, Yvonne hat das mit der schwarzen Scheibe auch nicht verstanden. Ist aber Tatsache, wenn man sowas unter Zeitdruck macht und so... So vorm Fernseher denkst du dir Tatsache immer, aber selbst hier, wenn du das unter Zeitdruck machst, wo es einfach um nichts geht, außer um die Ehre und den Weltmeistertitel in Schlag den Star, uff, da kommst du ganz schön ins, ja Yvonne, so weit war ich auch mit der schwarzen Scheibe, hier habe ich auch vergessen. Hast du doch bei mir schon gesehen, dass das nicht funktioniert hat. Nee, so wird das auch nichts. So wird das auch nichts, Yvonne. Nee. Ja. Nee. Ja gut. Hammer. Sei wie Wasser. Immer schön geschmeidig bleiben. Mal sehen. Hä? Hat die aufgegeben, oder was? Du hast gewonnen, Yvonne. Die hat aufgegeben, die Yvonne. Das aber, also das ist ein uncooler... Hä? Wir müssen unbedingt den Punktestand überprüfen. Das war ein toller Sieg, aber du brauchst noch ein paar Punkte mehr. Yvonne. Yvonne, Moment, hat das Spiel mich gerade verarscht?